Okay, Leute, weiter geht's beim Let's Play Terranigma. Level 4 hat mir unter das letzte Video geschrieben, dass ich hier oben links wohl noch eine lustige Konversation führen könnte. Deshalb gucke ich mal nach. Das hatten wir schon alles. Meint er vielleicht ihn, oder? Grunz, 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 Grunz. Nö. Hier scheint er irgendwo zu meinen, aber pff, keine Ahnung. Naja, ich habe auf jeden Fall in der Zwischenzeit gelevelt. Relativ schön. Wir haben, glaube ich, 3 Level plus gemacht. Ich habe mir die Rüstung gekauft. Und sonst ist soweit eigentlich auch alles in Ordnung. Ja, das heißt, wir können uns jetzt endlich in die Wüste machen. Lord Kumari war früher der Meister von Mario. Ja, das hatten wir aber schon alles. Ja, okay. Vielleicht finde ich es noch. Vielleicht schreibt er mir unter das nächste Video auch noch. Ich weiß gerade nicht genau, was er meint, aber soll auch nicht stören. Ja. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was gelevelt, ich habe die Ausrüstung gekauft und wir können uns quer durch. Was? Ach so, Indus. Ich bin falsch. Die Wüste war ja da hinten irgendwo. Genau, wir wollen ja nach Lisan. War es Lisan? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mal sehen. Hier wurden wir jedenfalls beim letzten Mal von einem Mädel überrascht. Wie auch diesmal. Hey. Wer war das? Warte. Okay. Luran. Merkwürdig. Nur tagsüber sind alle Leute glücklich. Alles scheint nur eine Illusion zu sein. Eine Illusion? Kennen wir eine Person, die Illusionen erzeugen lassen kann? Ich denke schon. Das soll eine verlorene Stadt sein? Wovon sprichst du? Ja, ich sehe doch alles andere als verloren aus. Da gebe ich dir vollkommen recht. Bist du ein Reisender? Ich wurde früher als Mönch ausgebildet. Ich fühle, dass die Dunkelheit diese Stadt bedroht. Ich bin schwach, blieb aber hier, um andere zu warnen. Ja, cool. Schauen wir uns doch mal in Luran um. Genau, und die vorherige Stadt war Lhasa oder Lhasa. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Temjin. Ich heiße Temjin, ich bin der reichste Mann von ganz Luran. Dennoch bereitet mir etwas Sorge. Willst du hören, was mich bedrückt? Klar. Was bedrückt dich? Ich sorge mich darum, was aus meinem Vermögen nach meinem Tod wird. Was soll ich tun? Nimm es mit, gib es mir. Ja, wir empfehlen ihm jetzt, das ganze Geld mitzunehmen. Ganz einfach, nimm es mit ins Grab. Es ist dein Geld. Das ist ein guter Vorschlag, Fremder. Danke, jetzt muss ich mir nicht mehr andauernd Gedanken machen. Und warum das Ganze? Warten wir es mal ab. Weil ich glaube nicht, dass es mir einfach so freiwillig gegeben hätte. Warum auch? Temjin. So, was haben wir hier? Zwei Mägde. Na, den ganzen Tag schufte ich. Niemand dankt es mir. Ich sprach nur mit mir selbst. Vergiss, was ich sagte. Mylins Haus liegt direkt hinter diesem. Geh durch die Hintertür zu Mylin. Das geht schneller. Nein, hier gab es nichts. Das hätte ja sein können. Vielleicht, so, hier, das sollte dann Mylins Haus sein, nehme ich an. Jawohl. Bist du auf der Reise? Wir haben nicht viel. Doch sei unser Gast. Oder willst du etwas Bestimmtes? Wo ist Mylin? Ich suche nach dem Mädchen Mylin. Ein Freund von Mylin? Sie ist zu Hause. Ja. Kriech doch in den Kamin hinein. Klar, das ist eine Einladung. Willkommen. Wenn du möchtest, erzähle ich dir von dieser Stadt. Ja, dann mach. Viele Reisende kommen nach Luran. Jene Wüste gibt es keine reiche Ernte. Aber wir haben Taler. Dank der Taler können wir zufrieden und glücklich leben. Sagst du noch mehr? Ich lebe hier mit meiner Frau und Tochter. Mehr brauche ich nicht. Ja, das ist ein ziemlich zufriedenstellendes Leben. Einen weiteren Kristall. Also wenn ihr eh schon nicht viel habt, dann fällt das auch nicht auf, wenn ich euch den noch weghole. Genau, wir sollten in den Kamin klettern. Machen wir aber nicht, weil ich mich erstmal umsehen möchte hier. Ich weiß ja nicht, was es hier noch alles gibt. Mylin Temjin. Schöne Namen. Gefällt mir. Mylin Temjin, Suishomaru, alles vom gleichen Schlag. So, Loran, mal sehen, was es da oben so gibt. Oh ja. Freu dich, wer weiß, was morgen erscheint. Was morgen erscheint? Was morgen geschieht. Oh, hier ist. Cool. Ich kann einfach unter die Theke klettern. Auch nicht schlecht. Warum auch nicht? Von mir aus. Loran. Lager. Ein
Ratschlag. Einige Dämonen kämpfen in Formationen. Um sie zu besiegen, brauchst du eine schlagkräftige Waffe. Nutze den Flammenspeer, um Monster an kalten Städten zu bekämpfen. Aus Bronze geschmiedet. Natürlich möchte ich den haben. Ja. Ich habe nämlich, wie gesagt, beim Level natürlich auch Kohle gemacht. Ich bin auch hier wieder ausgerüstet, wie ihr seht. Waldkraut, was macht das denn? Beseitigt Folgen eines Fluches. Wahrscheinlich nur einmal. Aber was soll's, gut. Wir haben eine neue Waffe. Schön. Ach ja, lange ist's her. Erinnert ihr euch noch an den Kristallspeer? Ja. Aus Bronze geschmiedet. Natürlich möchte ich ihn haben. Und die Musik. Dip, dip, dip. Dip, 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 dip. So, Luran, Reisender. Suchst du ein Hotel? Wo ist das Hotel? Ich bin müde. Gibt es ein Hotel? Du findest es auf der linken Seite. Nicht weit entfernt von hier. Die Mauern geben Schutz vor Sandstürmen und verwirren Fremde. Wo ist Merlin? Ich suche kein Hotel. Weißt du vielleicht, wo Merlin wohnt? Merlin? Geh vom Dorfplatz aus nach links. Sie wohnt hinterm Temjin. Du kannst hier alle Häuser besuchen. Wir sind wie eine Familie. Na? Ich plane hier einen Eingang, falls ich durch die massive Mauer komme. Ja, merken. Front, willkommen. Bitte sei unser Gast. Du bist eingeladen. Es ist zu früh, um aufs Zimmer zu gehen. Schau dir doch die Stadt an. Klar. Speisen. Spielt keine Rolle, wo du herkommst. Genieße jeden Tag. Ja, sehr vernünftig. Die Front. Und hier ist noch einer. Oh, noch ein Gast. Ich bin Heidi? Ist das nicht eine nette Stadt? Alle sind so freundlich. Bleib doch. Ich wohne seit langer Zeit hier. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wo ich herkomme. Wie hieß der? Heidi oder Heidi? Naja, gut. Heiße halt Heidi, soll mir recht sein. So, jetzt werden wir aber mal Merlin aufsuchen. Wer weiß, was sie zu sagen hat. Warum ist sie überhaupt vor uns weggelaufen? Ja, in den Boden können wir nicht springen. Da würden wir auch Ärger mit Samantha kriegen, glaube ich. Waren wir da schon? Ja, da war das Hotel. Hieß die Samantha? Ach, wenn ihr wisst, was ich meine, seid ihr gut. Und wenn nicht, habt ihr keine Ahnung, wovon ich rede. Das war ziemlich logisch. So, was haben wir denn hier noch? Ach ja, genau, hier war ja erst das Haus. Da habe ich den Kristall geklaut und hier sollen wir durch. Okay. Merlin. Hundi. Hundi. Deppi. Natürlich. Lass ihn los, komm her. Verschwinde, verlass auf der Stelle diese Stadt. Die ist uns also wohl nicht so zugetan, wie wir es von ihr erwartet hätten. Aber ich weiß nicht, was sie hat. Mal mit der Mutter reden, vielleicht weiß die ja was. Ziemlich seltsam, aber es ist der Weg zu Merlins Zimmer. Ja, das. Ja, vielleicht hat sie einfach schlecht geschlafen. Kann ja sein. Jedenfalls schauen wir mal, ob wir uns eine Runde hinlegen können. Vielleicht ist es ja jetzt gar nicht mehr so früh. Ich meine, die Tageszeit hat sich kein bisschen geändert. Das waren jetzt 2 Minuten, aber okay. So, in der Zeit laufe ich da hoch. Luran. Nach da. Irgendjemand hat sich hier eine Zigarette angezündet. Ich weiß auch nicht wer. Hotel. Es ist noch zu früh. Schau dir doch die Stadt an. Ja, warum? Ich will nicht. Gute Nacht. Ich habe noch die Stadt angeguckt. Ich habe schon wieder nicht auf den Namen geachtet. Hat doch irgendjemand was zu Merlin zu sagen gehabt? Vielleicht müssen wir die Stadt auch verlassen. Geht's hier nach rechts? Waren wir hier schon? Ja. Ja, nach rechts können wir ja nicht. Da sind ja Steine im Weg. Oder können wir drüber springen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Raus könnten wir aber. Mal sehen, wo wir jetzt sind. Ah, direkt wieder in Luran. Das heißt, wir brauchen den Weg durch die Wüste nicht mehr laufen. Schön. Tja, wo gehen wir hin? Wir könnten natürlich theoretisch zurück nach Lhasa, um mal mit dem Ältesten da, also hier mit diesem Typ zu reden, aber möchte ich eigentlich gerade gar nicht. Lager. Ein Ratschlag, den hatten wir schon. Mit den Flammenspeer, richtig. Links war der Laden. Was ist denn mit dir? Wo ist Merlin?
Ja, das ist auch nichts Neues. Hier war nur das Hotel, aber hier können wir nicht pennen. Es ist zu früh. Wieso sagst du mir, wann es zu früh ist zum Pennen? Was soll das? Ich kann ja wohl entscheiden, wann ich schlafen gehe. Front. Speisen. Ja. Cool. Muss ich hier erst Randale machen oder warum lasst ihr mich nicht pennen? So, jetzt gucke ich mal, wie er heißt. Hedi? Heidi? Hedi. Von mir aus. Hedi. Tja, was machen wir? Müssen wir wirklich zurück nach Lhasa? Tja, du sagst auch nichts Neues. Hier links ging es auch nicht weiter. Wir könnten natürlich nochmal zu Mai Lin. Ja, ich denke, wir laufen nochmal zu Mai Lin. Hier ist nämlich nicht sonderlich viel. Und mit allen gesprochen haben wir, glaube ich, auch. Ja, vielleicht hat ja irgendwie der Vater oder sowas von ihr zu sagen. Hey, Moment. War das gerade. Die Eltern von Meile sind doch tot, nicht wahr? Oder vertue ich mich? War da nicht irgendwie was? Ja. Geh durch die Hintertür, ja. Was? Ach, hier geht's noch runter. Okay. Und hier gibt's nichts. Einfach nur null. Na gut, von mir aus. Ja, ich bewege mich sogar ziemlich zivilisiert hier. Ich laufe nicht einfach durch eure komische Kackbude. So, hier ist nichts. Hier muss also Mai Lin sein. Beziehungsweise wir wissen ja, dass hier Mai Lin ist, aber irgendwie fehlt hier noch was. Nein, ich möchte nicht, dass du mir nochmal das gleiche erzählst. Und warum wohnt sie. Warum muss sie durch den Kamin, um zu ihr zu kommen? Da Fug? Verschwinde sofort. Nein! Ich will nicht! Ich tritt den Hund. Gut, soll aber erstmal genug sein, Leute. Wir haben uns ein bisschen was Lusan angesehen. Fand's noch erwartet. Sehen wir im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Terranigma und macht's gut. Tschüssi!